Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transportfieber hier aus Berlin. Ja, wir befinden uns heute mal am Kartenrand, ganz im östlichen Teil von Berlin. Denn da haben wir Großes vor. S- und U-Bahnhof, ja, man höre, ein S- und U-Bahnhof auf einem Bahnsteig. Das gibt es am S- und U-Bahnhof Wuhletal. Und wenn wir da schon so einen tollen Bahnhof haben in Berlin, dass zwei verschiedene Firmen sozusagen auf einem Bahnhof sind, dann wollen wir das auch nachstellen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Sache. Problem ist, U-Bahn und Transportfieber, naja, wir haben schon gesehen, die Münchner U-Bahn gab es damals bei Trainfieber. Es gibt diverse andere U-Bahnen noch aus anderen Städten. Ja, nur leider, für Berlin wollte und hat da noch keiner so wirklich was gemacht. Aber der Player wäre ja nicht der Player, wenn er sich nicht was einfallen lässt. Natürlich nur mit Hilfe anderer Leute. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Wir müssen erstmal dorthin kommen. Ich habe ja auch schon im Stream erzählt, wir werden auf jeden Fall den Berliner S-Bahn-Ring komplett machen, zumachen. Da habe ich jetzt schon etwas weiter gespielt, etwas weiter gebaut. Spielen kann man ja nicht sagen, nicht wirklich. Wir werden auf jeden Fall den Ring zumachen. Wenn dieses getan ist, werden wir vom Ostkreuz rüberwandern Richtung Wuhletal. Ja, aber ich möchte die Spannung etwas erheitern und zeige euch einfach mal, wie das Ganze dann demnächst aussehen soll. So sieht das aus der Ferne aus. Auf den Außengleisen die Berliner S-Bahn und auf den mittleren Gleisen fährt die Berliner U-Bahn. Ja, nicht Untergrund, sondern Berlin hat auch einige viele Hochbahnhöfe. Und ja, das werden wir definitiv danach bauen. Und ich finde, dieser orange alte Farbton passt doch hervorragend auf unsere Karte. Da bin ich einfach mal gespannt. Wenn wir dann wirklich vom Ostkreuz weiter reisen Richtung Wuhletal, wie wir das dann, ja, schön bauen können. Und dann sind wir absolut begeistert. Dann haben wir nicht nur Berliner Trams, wir haben nicht nur Berliner U-Bahnen, wir haben nicht nur Berliner S-Bahnen, wir haben nicht nur schöne ODEC-Firmen bei uns auf der Karte. Wir haben dann quasi, ja, alles, was das Herz begehrt, in Richtung Berlin. Ja, aber das ist wie gesagt nicht das Thema von heute. Ich wollte einfach nur mal, ja, den schönen orangen Farbklecks einfach mal hier reinwerfen. Und die Vorfreude soll ja die schönste Freude sein. Ja, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, dass wir schon mal Rollmaterial haben für unseren schönen U- und S-Bahnhof. Ja, worum dreht sich's heute in dieser Folge? Ich habe etwas, ja, wie kann ich das jetzt beschreiben? Etwas für einen Zuschauer gebaut, weil er sagte, er würde sich das gerne wünschen, ob das denn machbar wäre. Und ich habe gesagt, ich guck mal in die Kramkiste und bunte Tüte der Mods und habe gesagt, yo, mein Freund, das können wir bauen. Und das hat der Player gebaut, und zwar die Zitadelle in Spandau. So sieht das Ganze von oben aus. Total doof, wie hier, wie gesagt, auf dieser Map, auf dieser Karte, die Flüsse gestaltet sind. Ich habe es jetzt einfach mal grob hingeworfen. Natürlich hat mir mal wieder hier eine Fabrik, ja, so ein bisschen das Leben streitig gemacht. Weil normalerweise, zumindest laut Google Maps, ein bisschen weiter hier auf der rechten Seite die Zitadelle wäre. Aber ich finde, hier in der Nähe der Spandauer Altstadt und hier des großen Kreisverkehrs ist das ganz gut aufgehoben. Und wir haben jetzt hier natürlich keinen Fluss, sondern wir haben dieses angepinselte Blau von unserem Brush-Mod. Und ja, wir haben hier keine wirkliche Brücke, weil halt kein Wasser wirklich da ist. Aber komm, machen wir alle beide Augen zu und dann ist das, glaube ich, schon ganz gut geworden. Ja, warum baue ich die Zitadelle? Aus welchem Grund? Ja, ich habe gesagt, auf dieser Karte sollen bestimmte großartige Bauwerke, die jeder kennt oder mal gesehen haben sollte oder schon mal den Namen gehört hat, möchte ich gerne bei mir auf dem Spielstand haben. Und ich finde die Zitadelle als, ja, bedeutendste und besterhaltende Festung der Hochrenaissance in Europa
sollte doch einen Ehrenplatz bekommen. Also daher fand ich die Idee ganz cool. An sowas habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber gut, ich habe auch nicht an das Olympiastadion gedacht. Darauf habt ihr mich ja auch erst gebracht. Und ja, jetzt haben wir hier eine schöne Zitadelle. Ich werde hier noch ein bisschen an der Seite ein paar Bäume pflanzen und ein paar kleine Häuschen, habe ich da gesehen, sind noch da. Also ganz ausdekoriert ist es noch nicht. Ich wollte euch das aber trotzdem präsentieren, da ja, ich dieses Bauwerk einfach schön finde. Hab mich auch mit Google Maps und den Satellitenbildern und allgemeinen Bildern, die man so auf Google findet, ein bisschen ans Original gehalten, zumindest wie die Bauwerke hier anscheinend gebaut sind. Auch hier mit dem Julius-Turm, so heißt das gute Stück. Ja, den habe ich hier auch hingeklatscht. Und ich finde, man hat von hier aus eine ganz schöne Aussicht in Richtung Spandau und so weiter und so fort. Ist ganz schick geworden. Ja, ein paar Deko-Elemente wie immer hier reingebaut. Ja, ein paar Läden hier, wo man Getränke erwerben kann oder etwas zu essen. Ein paar Bierbänke hier. Ein paar Stände habe ich aufgebaut. Hier ist gerade irgend so ein, ja, Ritterfest, so habe ich mir das gedacht. Da haben wir hier ein bisschen buntes Lametta sozusagen hingehangen. Ein paar Pferdchen. Hier noch ein paar Pferdchen, die hier einmal immer schön im Kreis herumlaufen. Hier ein bisschen Streichelzoo quasi. Und ja, ich werde es hier noch ein bisschen mehr ausdekorieren mit diesen bunten, ja, Girlanden hier, dass es wirklich so ein bisschen aussieht, als wenn hier ein Ritterfest ist. Vielleicht finde ich noch die ein oder andere Mod, die man hier mit integrieren kann. Hier habe ich noch ein paar alte Kanonen hingestellt, denn die Zitadelle soll in den Jahren 1519 bis 1594, also sage und schreibe 35 Jahre, erbaut worden sein. Und da glaube ich, passen Kanonen sehr, sehr gut hin. Ja, mal gucken, was mir hier noch alles so einfällt. Wenn ihr ein paar Ideen habt, was da so abgeht oder so, einfach mal in die Kommentare reinboxen. Dann können wir da bestimmt noch ein paar andere schöne Sachen machen. Ja, leider bewegen sich die Pferdchen nicht. Hab da einfach nur ein paar Leutchen dann raufgesetzt. Die warten hier auf die nächste Runde. Ja, so sieht das alles erstmal aus. Ich habe hier auch ein paar Gebäude jetzt, seitdem es ja funktioniert, ein bisschen mit Kapazitäten gefüllt. Bedeutet, hier werden auch, hier habe ich auch noch ein Häuschen hingestellt, hier werden demnächst auch ein paar Leute rumlaufen, zumindest auf den Wegen. Hier habe ich überlegt, ob ich hier noch ein paar Straßen durchziehe, dass sie auch hier mank den Menschen sozusagen laufen. Mal gucken, was da noch wirklich absolut als i-Tüpfelchen noch kommt. Hier habe ich ein paar Futterpaketchen für die Pferdchen hingestellt und das habe ich hier einfach mal so gemacht, als wenn hier Trinkwasser drin wäre. Ja, so Stroh, Heu und so eine Scheune oder sowas habe ich jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht fällt mir da noch irgendeine Alternative ein. Aber so weit, so gut fand ich es eigentlich sehr, sehr nett. Ja, und wie ich dorthin gekommen bin, das zeige ich euch jetzt einfach ein bisschen im Timer. Viel Spaß!